Kennst du das vielleicht auch? Du bist in Puringrausch und da gibt es ein paar Farbreste, die dann so ein bisschen grau-metallic oder grau-grün aussehen, je nachdem, was für Reste du gesammelt hast. Und ich hatte jetzt ein Video gedreht mit den Fluoreszenzfarben und die Farben haben so geleuchtet, das hat super funktioniert und ich habe mir gedacht, ich experimentiere weiter. Ich habe so eine Verpackung gefunden, das sieht so wie ein Blümchen aus. Und ich dachte, ich mache ein Experiment und gieße das einfach und gucke, was passiert. Und von letzten Video sind, wie gesagt, die paar Farben geblieben und ich dachte, wenn Experiment, dann richtig Experiment. Ich habe erzählt, dass ich ein Problemchen hatte mit dem Fluoreszenzfarbe, weil das war so ziemlich flüssig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nehme ich meine beliebste Amsterdam-Farbe und mische das. Und da stimmt diese Rezeptur 40-50-10. Die Rezeptur findet ihr in meinem Videobeschreibung. Und jetzt pure Spaß, rein Experiment. Was ich noch dazu genommen habe, ich habe Zellenaktivator genommen. Das ist astralische Fluoretrol. Wie gesagt, die ganze Rezeptur findet ihr in Beschreibung. Leinwand habe ich auch schon vorbereitet. Video findet ihr auch schon auf meinem YouTube-Kanal. Ich versuche das jetzt so aufzubauen, dass jeder, egal ob Quereinsteiger oder Vorgeschrittene, etwas Neues mit jedem Video dazu lernt. Die Restfarben auf Leinwand gießen. Und wenn wir Restfarben gießen, dann können wir sehen, wenn ich das verteile, dass da auch ab und zu ein paar Klumpen sind. Die könnte man ruhig rausholen und mit Stäbchen das ganze Leinwand mit der Farbe bestreichen. Und ich sehe jetzt, meine Farbe hatte Silikonöl, viel Silikonöl. Und das erkenne ich an Luftblasen, die da entstehen. Und die würde ich jetzt mit meinem Föhn wegpusten, warm machen. Wegpusten, oh, das sind wirklich ein paar Vulkankrater entstanden. Sowas hatte ich noch nicht, aber Experiment ist Experiment. Jetzt gieße ich in die Mitte meine Farbe. Dann dachte ich mir, stelle ich so ein abgeschnittener Cup in die Mitte, dann meine Blume und fange an mit schwarzer Farbe zu gießen. Und danach, damit der Becher sich füllt, und danach, sieht aber cool aus, wow, das sieht aber jetzt ohne Farbe schon richtig cool aus. Ich würde meine ganze Farbe jetzt weggießen, so. Und jetzt nehme ich meinen Zellenaktivator. Wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert, aber es wird was passieren. Und zum Schluss wollte ich auch ein bisschen Zellenaktivator lassen, dass das oben auf die Blume das kommt. Und jetzt beginne ich mit Orange. Farbe langsam gießen. Gefühlt wird es ein Ringpur sein. Und ich mache so wirklich, ich mache abwechselnd. Es war jetzt die Idee, dass ich eine Farbe bis Ende gieße, dann die andere. Aber mit Silber mache ich das. Das so. Und Leute, die Struktur, was ich da sehe, hoffentlich sieht ihr das auch. Die einzige Frage, was ich mir jetzt so ein bisschen stelle, was mache ich mit der Farbe, die in die Mitte bleibt? Aber jetzt mache ich wieder in die Mitte ein bisschen Zellenaktivator. Und dann jetzt würde ich den ganzen, das ist jetzt, ich habe ganz
wenig von lila, magenta lila Metallic, die kommt in die Mitte. Und dann würde ich meine Rosenfluoreszenzfarbe zu Ende gießen. So, jetzt gieße ich am Rand ein wenig von meinem Ton, damit es wirklich gut, alles gut wegfließt. Wie gesagt, Restfarben können alle raus. Und das Einzige, was mich interessiert, wie ist das jetzt, was mache ich jetzt mit der Mitte? Da habe ich noch keinen Plan. Das Einzige, was ich machen wollte, dass ich zum Schluss meinen Zellenaktivator noch gieße und dann vielleicht ein bisschen in die Mitte, wenn es da noch ein bisschen bleibt, reicht. Ein Tröpfchen lasse ich für die Mitte. So. Jetzt nehme ich das hoch, das Ganze. Nehme ich ein Stäbchen und ziehe ich das so ein bisschen in die Mitte rein. Jetzt nehme ich meinen Zellenaktivator und dann ziehe ich das aus der Mitte ein wenig raus. Oh, das ist aber viel Farbe drunter. Ob ich das so machen sollte, das mit dünnerer besser. Dann hier ein bisschen Farbe rein. So. Wie gesagt, ihr könnt bei Puring experimentieren, gucken, machen. Und hier interessiert mich so, wie die Mitte aussieht. Und dann fange ich an. So ist jetzt gut. Das zu. Ich würde einmal föhnen, weil es war in die Farbe sowohl Frolitrol als auch Silikonöl. Aber ein paar Zellen sind auch da zu sehen. Und jetzt bewege ich das wie gewöhnlich. Das mache ich vielleicht erstmal mit kreisenden Bewegungen. Mal schauen, was passiert. Das sind so wie Feder. In der Mitte ist so feine Muster entstanden. So. Weiter so bewegen. In andere Richtung. So, und jetzt würde ich dann vielleicht traditionell weggießen, weil es ist wirklich viel Farbe. Und dann gucken, in welche Richtung fließt was zuerst. Aber Leute, ich muss euch sagen, diese feine Struktur, die drin entstanden ist bei den Blumenblättern, das ist bei mir sehr oft, wenn ich mit Restfarben pure, dass ich ein bisschen übertreibe. Das reicht gefühlt für
3 Bilder in solcher Größe. Das wird leider einiges wegfließen, aber ist halt so. Das ist jetzt die Frage, will ich die Mitte lassen oder will ich das weggießen? Ich weiß es nicht. Schaut mal am Rand, wie sich da die Farben öffnen. So, ich bin jetzt ein bisschen bei Überlegung, weil es gibt Momente, wo ich komplett begeistert bin. Zum Beispiel hier so diese Linien am Rand. Wow. Was mich fasziniert, das sind diese dünnen Linien, die da entstanden sind. Das habe ich noch in keinen meinen Puring-Bildern gesehen. Da kann man sagen, wow, Ringpur auf anderem Niveau. Und jetzt ist die Frage, will ich diese Blume oben lassen oder will ich die wegpuren? Ich gucke das von oben, ich lasse das jetzt so stehen. So, jetzt mache ich, da ich unten in meine gemischte Farbe Silikonöl hatte, würde ich jetzt nochmal die Wärme zugeben, um zu gucken, was von unten noch für Zellen kommen, weil ich sehe, dass es oben noch sehr viele Luftblasen und ich wollte ich wegbohren und gucken, vielleicht würde ich die Blume doch wegbohren, weil es ist noch ziemlich dicke Schicht drauf. Von anderer Seite sieht es auch cool aus, ja. Na, Leute, ich drehe das jetzt noch ein bisschen. Ich schiebe die Blume vielleicht noch ein bisschen weg, weil mich würde einfach interessieren, diese so Wege, die da entstanden sind von diesen Federn. Ja, und in die Blume öffnen sich auch jetzt die Zellen. Was sagst du? Lassen oder noch ein bisschen ziehen? So, jetzt so, ja? Rosene Blume. So, liebe Leute, experimentieren lohnt sich. Probieren Sie was aus. Nehmen Sie irgendwelche Verpackung, machen Sie ein bisschen Öl, bisschen australische Fleurethrol und noch was auch immer. Und ihr werdet begeistert sein, was für tolle Linien dann noch entstehen. Und wie gesagt, wenn das Bild trocknet, würde ich das auch im Video einbauen. Ihr werdet das sehen. Sonst Handschuhe nicht vergessen. Das habe ich heute wieder verpennt. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Eure Albina.